herzlich willkommen zurück zu Chernobylite. Was wir in der letzten Folge ganz vergessen haben, ist uns mal anzugucken, was dieser Laser-Cutter hier eigentlich kann. Gar nichts, der ist einfach nur da. Alles klar, den braucht man einfach nur. Na gut. So, mal gucken, was hier so abgeht. What is this? It can't be real. Huch. No. 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 Igor, it's not the end. I won't let it end like this. Go. Die. Fade. Portal. Help. Die. Igor. Was passiert jetzt? Jetzt startet das Spiel wieder von vorne, denn es ist eigentlich ein Roguelike. Hoffe nicht. Achso, das. Ja, okay. Keine Angst vor dem Tod. Er ist ein Teil des Fortschritts. What is time, Igor? Und ein Ausweg, wenn alles hoffnungslos scheint. In Zukunft wirst du allerdings zufällige Items verlieren, wenn du stirbst. Das bringt dir also auch Nachteile. Hä, wieso sind wir denn jetzt gestorben? Is it a straight line? An arrow fired at the dawn of creation, moving steadily towards infinity? A universal constant that cannot be altered? Ich raff grad nicht, wofür wir gestorben sind. Or is it something much more? A fourth dimension that can change? Slowing down, speeding up, even shrinking or moving backwards? Something that can take the form of cosmic strings? You arrived at your base wounded and scarred, but you didn't know the correct password for Olivier. Go ahead, Igor. Change the past. Hands where I can see them. What's the password? Yeah. Nostalgia. We don't have time for games, Olivier. Can't you tell it's me? You picked the password. Let's just stick to the rules, shall we? Come on in. And if you could change any of your decisions. Would it be like going back in time? Or would it create an alternate universe? This is your chance to rethink the decisions you've made. A chance to reshape the fabric of space-time reality. A chance to alter your timeline. We can be together, Igor, but you have to learn the truth, if you truly want to find me. Jeder Kristall steht für eine Erinnerung, die du verändern kannst. Nutze dein Wissen aus Vergangenheit und Zukunft, um Situationen zu deinem Vorteil zu verwenden. Ich weiß immer noch nicht, warum wir gestorben sind. War zu viel Tschernobylit da, aber wir können ja auch keins abbauen. Also was kann man dagegen machen? Ich bin verwirrt. Sashko asked you to destroy the Moscow Eye or make it work for you. Your choice was to raise the structure to the ground. Resultat: NAR-Aktivität erhöht. Okay, ja, dann verändern wir das mal. Change the past, Igor. See where it leads you. What took you so long? Did the tiny dancer get your attention? Old man said it would. He's gonna test you before he decides if he likes you. Every fucking thing is a test with that crumbling fruitcake, but at least he pays well. Are you going to explain to me what this is all about? Captain Spastic said you'd recognize a big fucking radar assembly and that it means something to you. Then he mumbled something about the Rat King and the end of the world, but I don't think he was serious about that part. I came here to talk to the old man, not his errand boy. I'm going back. The fuck you say? You're a lucky son of a bitch, I'd mess you up, but then I wouldn't get paid. Now shut your fucking face and pay attention when your betters are talking. You got a choice to make. It's easy. You can either use the detonator to blow this metal monstrosity to kingdom come, or you can use the other thingy to... Why do I have to choose? Das kennen wir ja schon. So... I don't miss piece of... So. Don't you even think about passing up on this gold? There's other landmarks we... So. Ach, das kostet aber 3 Tschernobylit-Kristalle. Dann will ich das nicht ändern.
Das ist es mir irgendwie nicht wert, glaube ich. Was auch überspringen? Nö. Wenn wir die erhöhte Aktivität haben, dann ist das ja nicht so schlimm. Ich möchte halt gerne wissen, warum wir gestorben sind. Das verstehe ich halt nicht. Aber auch sagen können, dass das kostet. Dann hätte ich ja vorhin auch die Parole nicht machen müssen. Mikhail wanted you to help him wipe out the NAR servers. You did as he asked, but missed an opportunity to find new information about me. Dadurch haben wir die Aktivität gesenkt, das gleicht sich also ganz gut aus. You saved Mikhail from poisonous gas. When you asked him, he gladly joined your team. Ja, das lassen wir so, wie es ist. Natürlich. Alles andere wäre komisch. These events have not happened yet, as the future is not predetermined. Come back later, Igor. Alles klar. Das hier auch. Okay, hier sind noch ein paar Entscheidungen, die dann später kommen. Das muss man also jedes Mal machen, wenn man stirbt, kann man sämtliche Entscheidungen nochmal neu treffen, indem man halt dieses Tschernobylit ausgibt. Interessant. Und dann schlafen wahrscheinlich. Alle Änderungen in deiner Zeitlinie werden gemäß deinem aktuellen Fortschritt und den Änderungen, die du an den Kristallen vornimmst, umgeschrieben. Bist du sicher, dass du bereit bist, in der neuen Realität aufzuwachen? Ja. Tag 10, der Schutzraum. Morgen. Wir sterben jetzt gleich wieder. Igor, I need you. Ja. Aber wir haben jetzt ja eigentlich nichts geändert. Sterben wir gleich wieder? Da hinten ist es ja explodiert. Also könnte an diesem Zeug liegen. Aber jetzt können wir hier wieder Missionen machen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Irgendwie auch ein bisschen nervig. Essensversteck. Das macht Michael. Medikamentenabwurf. Wobei, da hat er 60%, da hat er 66%, da hat er 99%. Ja, dann mach halt das. Und ja, wir können Hafen von Pripyat, die letzte Prüfung. Der Mann, der für Tarakan gearbeitet hat, will seinen Arbeitgeber wechseln. Ach ja, genau. Den könnten wir dann zu uns holen. Dafür hätte ich aber gerne die Essensproduktion. Dann nehmen wir Kopachi. Alte Dokumente. So, machen wir so. Und starten die Mission. Oder könnte der eigentlich auch... Ja, die könnten das hier auch schaffen. Gut, das hier jetzt nicht. Aber das ist ja irgendwie albern, dass sie das machen. I remember the young pioneer camp. Who would have thought that there were secret Soviet bunkers scattered around? Olivier tries hard to be friends with you, but is it genuine? He's a mercenary after all. Can you afford his brand of loyalty? Ja, da müssen wir jetzt bestimmt um die Soldaten herumschleichen. Quatschi, am Nachmittag. So, Umgebungsmodifikatoren. Tschernobylit-Neutralisierer. Gut, so ein Tschernobylit-Sturm hatten wir ja im Grunde.
Aber der kostet 4 Pilze, die habe ich eigentlich gerade nicht. Okay, wir behalten es nochmal im Auge. So, und dann holen wir uns den Kollegen hier wieder ran. Und... jetzt. Auch da drüben zu finden. Jetzt zum Beispiel. Schön verstrahlte Pilze holen. Also das wurmt mich gerade noch so ein bisschen. So, hä? Also vielleicht wollten sie auch, dass man stirbt. Weiß es nicht. Zu zeigen, hier, so funktioniert das dann. Keine Ahnung. Ein bisschen seltsam. Oder halt, ne, es war halt nach diesem Tschernobyl-Sturm. Kann natürlich auch sein, dass das da irgendwie mit zusammenhängt. Wobei die halt auch nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit haben, aufzutreten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Da hinten ist wieder Gift. Ist ja eigentlich so ehemalige Wohnhäuser oder was haben wir hier? It's not here. Why isn't it here? Oh, fuck. Shit, take it easy, Andre. These documents are over 30 years old. Who knows where they ended up by now? The captain said we have to find them. It's really important. It's for the research division. Hey, 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 check it out. Some kind of transfer order. It's got a KGB stamp on it. Should be in a museum. All documents, memorandums, and reports are scheduled for immediate transfer to secure storage in Bunker 007. Hmm. It's dated April of 86. Looks like they moved all the important records after the Chernobyl disaster. We can find the bunker later. Just keep searching. See what else we can dig up. Ah, interessant. Also hier sind sie nicht. Das haben wir jetzt schon mal von denen erfahren. Wo immer sie gerade sind. Kein schönes Gefühl, dass ich gerade nicht weiß, wo die sich aufhalten. Aber wir gehen hier einfach mal schön durchs Gebüsch, dann kann ja nicht viel schief gehen. Außer, dass die Strahlung zu hoch wird. Aber hey... Zählt das jetzt als Gebüsch? Ich weiß es nicht. Da hinten sind Kräuter, aber ich traue mich gerade nicht. Irgendwo latschen die hier rum. Mal gucken, ob die Dokumente dann da hinten sind. Also wo der nächste Punkt uns hinlockt. Wie viele Pilze haben wir jetzt eigentlich? 8,1, das müsste ja eigentlich reichen. Ich glaube, wir brauchen 8 Pilze. Wir nehmen natürlich trotzdem nochmal welche mit. Bin mir halt auch nicht so sicher bei diesen Sachen, die man dann da baut, also in diesen Gebieten, ob die dann dauerhaft bleiben oder nicht, aber wir werden das dann auch mal ausprobieren müssen. Das ist halt alles so extrem teuer. Halt die Frage, ne, ob sich das jetzt lohnt oder nicht lohnt. Schwer zu sagen. Oh, Essen! Wir haben 1,9 Essen gefunden. Ja. Da kriegen wir beide schon mal einen Tag mit satt. Es ist schon extrem selten, dass das einfach mal irgendwo rumliegt. Auch interessant, dass ein Apfel zwei Mahlzeiten sind. Also direkt zwei Leute satt werden. Ich
Hier ist alles richtig schön dicht bewachsen. Das gefällt mir richtig gut. Müssen noch Leute rumlaufen. Nö, falsche Seite. Hier ist einfach mal richtig viel Zeug. Also wundert mich sehr, dass hier noch keiner ist. Aber ich habe auch nichts gegen. Bin ich ehrlich. Aha, wir müssen da runter. Was wird daraus gebeinhaken? Gut, da haben wir ein bisschen Zeug. Und wie schön das leuchtet. Um, Tür zu. Na komm, wann kommt das erste Viech? Wir haben also wieder das Gift, das heißt, wir halluzinieren gleich wieder rum. Und jetzt? Ach so. Okay. Okay. Komme ich denn da jetzt ran? Hier komme ich nicht mehr raus. Ich komme nicht an den Safe. Okay. Da vielleicht? Oh, that was close. Ah, okay. Dorothy, Pripyat Cafe, Duga. What in God's name does it all mean? Besprechung mit Agent Splatter und BG 1204 1986, Ort der Teller, Café Pripyat. Genosse Major Stepanov, ich habe an einer Besprechung mit unserem Spezialagent Splatter und BG, einem unserer Mitarbeiter aus dem Kraftwerk, teilgenommen. Das Treffen fand wie geplant am üblichen Ort statt. Ziel war es, BG weiter in unsere Observation einzubeziehen und ihn weiter Informationen über Dorothy liefern zu lassen. Wir haben BG darüber unterrichtet, wie er dem Kontakt zu Dorothy fortfahren und mehr Informationen über ihre mögliche Verwicklung in imperialistische Spionageoperationen im Kraftwerk und dem Duga-Projekt sammeln soll. BGs Beitrag war bisher sehr wertvoll. Nachdem BG gegangen war, besprachen wir unsere aktuelle Strategie im Falle einer ernsthaften Bedrohung des Duga-Projekts. Es wurde beschlossen, alle Archive an einen geheimen Ort zu verlegen, falls irgendetwas das Projekt gefährden sollte, zum Beispiel ein Sabotageakt der CIA, in dem Dorothy eine Rolle spielt, obwohl Agent Splatter dieser Möglichkeit skeptisch gegenüberstand. Falls dies nicht möglich sein sollte, empfehle ich, alle Dokumente, die aufgrund von Zeitmangel nicht verlegt werden können, zu zerstören. Die Geheimhaltung dieses Projekts ist von höchster Wichtigkeit und falls etwas nach außen dringt, wäre der Schaden katastrophal. Außerdem werden wir den Teller nicht länger als Treffpunkt verwenden, ebenfalls aus Sicherheitsgründen. Agent L
Voroninova. Ist klar. Maybe I should rearm the traps. What? Why? Whoever's after us will most likely come here looking for clues. Wouldn't it be prudent to... To what? Use this opportunity to try and thin the NAR ranks? Exactly. Look, I've done my fair share of killing, but I don't like that plan at all. God knows who might wander down here. What if a civilian walks into one of the traps? Wir machen's. When was the last time you saw an innocent civilian around here? Fine, but you're being reckless, Igor. This is bad. Okay, ganz geschafft. Ordentlich Erfahrungspunkte und den nächsten... Ja, nee, reicht noch nicht ganz für das nächste. Level up. Okay, wir gehen schnell wieder nach Hause. So, Maske einmal absetzen. Und dann würde ich sagen, was uns hinter dieser Portale erwartet, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.